Ich setze Konfusstarre ein, um dich zu verwirren. Obwohl du erstens schon verwirrt bist und zweitens du schläfst und deshalb es total unwichtig ist, ob du verwirrt bist oder nicht. Halli, hallo, hallöle, willkommen zurück zu Pokémon Blaue Edition in der Arena von Safronia City. Ich hoffe mal, ich laufe in die richtige Richtung. Jo. Merken, unten links. Machen dir unsere Zugkräfte Angst? Nö. So. Krass. So. Nutrigaria. Ja, pff. Ich hätte mal wechseln sollen, ne? Giftpulver. Puder. Giftpulver habe ich ja noch nicht gesagt. Zäher Schneider. Du bindest die falschen Attacken, Junge. Das hättest du auch schneller haben können. Aber naja. Das Ding wollte sich ja erstmal vergiften lassen. Aus welchen Gründen auch immer. Bohrschnabel. Und Tschüssikowski. Fleckmon. Nochmal Bohrschnabel. Ja, toll. Okay, Fugelnschlag wollte ich eh nicht einsetzen. Bin mit Bohrschnabel schon zufrieden. Als nächstes kommt Pantimos. Yeah. Das Ding sieht ein bisschen fett aus. Wollte ich nur mal so sagen. Egal. Hier, Bohrschnabel. Und als letztes Kadabra. Alles klar. Na? Ich glaube es nicht. Ich habe verloren. Ja, du bist schlecht. So, und links habe ich gesagt, also. Na du? Die Pokémon in der Arena von Safronia City sind für ihre übernatürlichen Kräfte bekannt. Ich weiß, dass du Sabrina herausfordern möchtest. Naja, gut. Das ist ja nichts Übernatürliches, wenn du weißt, dass ich Sabrina herausfordern möchte. Für was bin ich sonst in dieser verdammten Arena? Ja. Das ist so wie... Jemand geht nach Aldi... Und jemand anderen sagt, ich weiß genau, warum du hier bist. Du möchtest einkaufen. Ach, echt? Ich meine, das ist logisch. Für was ist man sonst zum Beispiel im Aldi? Übrigens, es gibt auch andere Supermärkte, wie zum Beispiel Normal, Lidl, Rewe, Edeka, Pennymarkt. Und andere. Es gibt viel zu viele eigentlich. Aber das ist eine andere Geschichte. Eigentlich geht es hier ja nur um übernatürliche Kräfte. Ach. Ja. Du bist ein Pirat. Natürlich nicht. Sabrina ist jünger als ich. Trotzdem habe ich Respekt vor ihr. Ja. Weil sie dich nämlich umbringen könnte mit ihren Psy-Kräften. So, Nebulak. Oh. Bohrschnabel ist komischerweise eine Flugattacke. Deshalb kann ich sie damit trotzdem angreifen. Tja, Pech, ne? Alpollo. Was macht ihr eigentlich hier? Das ist ein Geist-Pokémon.
Das hier ist aber eine Psycho-Arena. Wir haben zwar noch einen zweiten Typ, weil er ist Gift und nicht... Ja, ich schlaf. Und nicht, Psycho. Jetzt greif mich doch mal an, du. Mann. Also manchmal finde ich die KI sehr schlau. Ich setze Konfusstrahl ein, um dich zu verwirren. Obwohl du erstens schon verwirrt bist und zweitens du schläfst und deshalb es total unwichtig ist, ob du verwirrt bist oder nicht. Zwetbo. Hier, komm, Psystrahl, ich kann's auch. Schlecker war man Drogerie. Also Drogeriemarkt. Wie Rossmann. So. Da kann man auch einkaufen. Ich bin nicht gut genug. Ja. Unten rechts. Du weißt, dass man mit Stärke allein nicht weit kommt, oder? Nee. Aber mit Zielkräften auch nicht. Pantimus. So, wir können dich einschläfern. Wenn du mal mit Duplex-Hieb fertig bist. Ja, es reicht. Maximale Anzahl von 5. So. Komm, Zielstrahl. Bam. Ist natürlich auf dem Psycho-Pokémon immer so ein bisschen blöd, ne? Ja. Wow. Aber leider kann mein Smetbo keine ordentlichen anderen Attacken. Ist nicht so gut. Wir nehmen Kikli. Wobei Kikli natürlich, naja, wahrscheinlich hier nicht viel bringt. Weil Kampf-Pokémon, wie wir ja das letzte Mal gelernt haben, sind gegen Psycho-Pokémon nicht ganz so gut. Und dann habe ich nur noch Kadabra. Ja, das kann ja auch nicht viel anrichten. Vielleicht sollte ich doch nochmal ins Pokémon Center gehen. Das dauert ein bisschen und deshalb haben wir jetzt Pantimus mal besiegt. Sorry, aber das hätte ja ewig gedauert. So, als nächstes kommt Kadabra. Wow, das war ein Volltreffer. Und durch diese scheiß schöne Genesung dauert das natürlich hier auch nochmal. Wow, Konfusion wird geblockt. Ich hasse dich. Was soll ich mit dir jetzt machen? Teleport? Blitz? Ich komme hier gar nicht weiter. So, danke. Und das dauert und das dauert. Und natürlich sind wir verwirrt. Ja. Aber wir sind nicht mehr verwirrt. Wow. Das ist krass. Smetbo. Ja. Wow. Kadabra ist übrigens verwirrt, falls eigentlich das in der Schnelle gerade nicht aufgefallen ist.
Aber Smetbo wurde besiegt. Alles klar. Und let's go. Dich haben wir schon. Dich haben wir schon. Dich haben wir schon. Und dich haben wir auch schon besiegt. Und dich auch. Und du warst der Gegner, den wir gerade hatten. Du weißt, dass man mit Stärke allein nicht weit kommt, oder? Ja, das haben wir ja gerade gemerkt. Du mit deiner verfluchten Genesung. Aber, naja, gut. Das sieht jetzt anders aus. Boah. Volltreffer. Nein. Ich will jetzt den kalt machen. So. Hätten wir gerade Tutok noch gehabt, wäre das ganz schnell gegangen. Das ist unfassbar. Ja, dass ich das erste Mal verloren habe. So. Pokémon passen sich ihrem Trainer an. Deine Pokémon müssen demnach sehr zäh sein. Naja. Gegessen habe ich die noch nicht. Aber ich glaube, das solltest du damit nicht aussagen. So, ja, Biss können wir jetzt natürlich nicht einsetzen, aber Aquaknarre. Ja, man könnte natürlich auch eine Runde schlafen. Stell dir mal vor, der Tutor wäre jetzt wieder aufgestanden. Du hättest ein Riesenproblem gehabt. Boah, habe ich irgendwas zum Aufwecken? Ich kriege ja hier eine Krise. Ja. Aquaknarre. Ich hasse verwirrte Pokémon. Ich wusste es. Ich auch. Ich glaube, wir sind durch. Jetzt erleben wir nur noch die, die wir schon mal gesehen haben. Und laufen unten einmal lang. Demnach haben wir denn alle besiegt. Und wir sind hier. Hey, hallo. Wer bist du denn? Kann ich meinen Tutok noch mal heilen? So. Musste ich machen. Eine Vision hat mir deine Ankunft vorausgesagt. Naja. Wir waren ja schon eine ganze Weile hier. Ich beherrsche die Psychokinese, seit ich ein Kind war. Das heißt, jetzt bist du keins mehr. Zunächst habe ich gelernt, mit Psychokinese Löffel zu verbiegen. Ja, ich mit Benzin. Ich verabscheue den Kampf. Ja, dann lass mir doch einfach in Ruhe. Aber wenn du es wünschst, beweise ich dir meine Kräfte. Verabscheust den Kampf, deshalb sind die auch keine Kampf-Pokémon, sondern nebenan. So. Sabrina. Gibt es nicht irgendeine Hexenserie mit Sabrina? Okay. Bis.
Oh, weil vielleicht verwirrst du mich damit noch. Zum Glück nicht. Level 48. So, Pantimos. Wow. Eine Motte. Oh, Motte. Des Grauens. Wegen Paralyse. Naja, aber immerhin ein Volltreffer. Der 5.389.735. in diesem Let's Play. Mindestens. Simsala. Yeah. Aber wieder ein Volltreffer. Respekt. Naja, paralysiert. Jetzt hör auf. Bringt dir eh nichts mehr. Ja, wir haben Sabrina besiegt. Ich bin erschüttert. Aber verloren ist verloren. Ich muss gestehen, ich habe mich nicht allzu sehr angestrengt. Ich schenke dir den Sumpforden. Ja, und 4257 Pokédollar. Der Sumpforden lässt Pokémon bis Level 70 deinen Befehlen folgen. Stärkere Pokémon können sich dir widersetzen und deine Befehle ignorieren. Achte darauf, dass du deine Pokémon jederzeit unter Kontrolle hast. Warte, nimm noch diese TM von mir. TM 46, was das auch immer ist, das sagst du es bestimmt jetzt. Ich lass mich mal raten, es ist Zywelle. Ja, ich habe vorher nicht nachgeguckt. Sie macht sich über natürliche Strömungen zunutze. Tja, ich habe Zykräfte. Ich konnte Zywelle ahnen. War auch so schwierig, ne? So. Warum ist der Weg nach draußen eigentlich so lang? Im Prinzip ist es ja gleiche wie rein, aber nur umgekehrt. Na du? Psychokinese? Wenn ich sie hätte, würde ich in der Spielhalle reich werden. Ja, ja. Und daran denken, hier neben ist der Kampfdojo. So. Nee, nee, nee. Immerhin, wir sind nur einmal in Ohnmacht gefallen. Gut. Jetzt geht's erstmal ins Pokémon Center. Beim nächsten Mal werden wir dann nochmal durch Prismania City gehen. Ich glaube, da waren wir zwar schon überall, aber wir waren noch nicht ganz links. Ganz, ganz links. Das wäre übrigens richtungsmäßig der Westen. Auf der Karte. Nur mal so. Für ganz Dumme. Wie du. So. Jetzt habe ich es euch gegeben. Nein. Wahrscheinlich wusstest du, dass links auf der Karte immer Westen ist, außer du drehst die Karte um. Also, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Wenn nicht, dann bringe ich euch um. Ciao, bis dann.